Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Deutschland akut auf N24. Unser Thema heute: Kuschelurteile für junge Schläger. Müssen Jugendliche härter bestraft werden? Prügelszenen auf deutschen U-Bahnhöfen oder anderen öffentlichen Orten. Immer wieder provozieren Jugendliche ihre Opfer, bewusst suchen die Schlägerei. Nach diesen brutalen Szenen hallen Aufschreie durchs Land. Die Täter kommen oft mit Bewährungsstrafen davon. Nun will die Union einen Warnschussarrest einführen. Jugendliche Straftäter auf Bewährung sollen bis zu 4 Wochen inhaftiert werden können. Abschreckung nennt es die Union, populistische Pseudobestrafung die Opposition. Brauchte Deutschland härtere Urteile für gewalttätige Jugendliche? Wieso entwickeln Jugendliche diese Aggressivität und Wut? Sollen sie härter bestraft werden? Oder was können Politik und Gesellschaft sonst noch tun? Darüber diskutieren heute mit mir Dr. Günther Recke. Er ist Jugendrichter in Berlin, hat zusammen mit der verstorbenen Kollegin und Bestsellerautorin Kirsten Heisig das sogenannte Neuköllner Modell entwickelt, nach dem Jugendliche schneller verurteilt werden können. Guten Abend, Herr Recke. Privatdozent Dr. Michael Kölch ist Chefarzt der Vivantes-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er hat einen europäischen Kongress zum Thema Jugendgewalt hier in Berlin ausgerichtet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kölch. Herr Kölch, 9 von 10 Erwachsenen haben, wenn man sie befragt, das Gefühl, dass die Gewalt von jungen Menschen zugenommen hat, im Ansteigen ist. Die Statistik, da tragen vor allen Dingen diese dramatischen Bilder aus den Medien dazu bei. Die Statistik sagt was anderes. Wo kommt dieser Widerspruch her? Nun, den genauen Widerspruch können wir auch nicht aufklären. Aber was wir wissen, ist, dass wahrscheinlich die Anzeigebereitschaft und die Wahrnehmung für Taten größer geworden ist und von daher einen leichten Anstieg in der Kriminalstatistik tatsächlich gibt, der aber nicht im wirklichen Anstieg ist von den tatsächlich begangenen Taten. Also man weiß mehr, man zeigt mehr an, man fühlt deswegen, es sei mehr geworden. Herr Dr. Recke, wie ist Ihre praktische Erfahrung in Neukölln? Ist Gewalt größer geworden? Sind die Täter grausamer geworden? Sind sie auch jünger geworden? Also meiner Erfahrung nach, ich habe jedenfalls diese Beobachtung gemacht in den Jahren, wo ich für Neukölln zuständig war, gab es schon einen Trend dahin, dass die Täter tendenziell jünger werden, dass der Grad der Bewaffnung angestiegen ist und dass auch die Schwere der begangenen Delikte, ich glaube, meinem Eindruck nach angestiegen ist. Das ist also die bewaffneten Überfälle mit Maske und Pistole auf Geschäfte, die sind nun eigentlich nicht das, was man typischerweise von 15-jährigen Jungs erwartet, aber sie kommen vor. Und die Brutalität mitunter der Tatausführung ist schon verstörend. Frappierend, ja. Das ist auch das, was man auf diesen Videoaufzeichnungen zum Beispiel sieht und was einen so unheimlich befasst. Sie haben nun täglich auch mit jugendlichen Gewalttätern zu tun. Sind Sie selbst schon mal bedroht worden? Nein. Noch selbst noch nie. Wir haben heute jemanden im Publikum. Also als Jugendlicher ist mir das auch schon mal passiert. Ja, aber nicht so schon. Aber jetzt in meiner Amtsausübung insbesondere nein. Sind Sie nicht. Wir haben jemanden im Publikum, einen Gast im Publikum sitzen. Sein Bruder ist im September vergangenen Jahres bei einer Hetzjagd hier in Berlin ums Leben gekommen. Guten Abend, Herr Marconi. Wir wollen ganz kurz schauen, was damals passiert ist. Es war eine Hetzjagd in Berlin, die tödlich endete. Giuseppe Marcone wollte mit der U-Bahn nach Hause fahren. Der 23-Jährige war mit einem Freund unterwegs. 2 Männer pöbelten die beiden an, verlangten Zigaretten, suchten Streit, schlugen zu. Giuseppe Marcone flüchtete aus dem U-Bahnhof auf eine Straße. Er rannte in ein Auto, wurde tödlich verletzt. Die Täter kamen mit Bewährungsstrafen davon. Herr Marcone, vielen Dank, dass Sie da sind. Mögen Sie uns erzählen von dem Tag, an dem das geschehen ist, wie Sie das erlebt haben? Ja, gerne. Also das Erlebnis ist halt dahingehend, ich bin wachgeklingelt worden, da es früh am Morgen stattgefunden hat. Also der Unfall selber hat ja um 4.50 Uhr eines Samstagmorgens stattgefunden. Und
Ich bin gegen 8 Uhr von meiner Mutter durch das Telefon geweckt worden und habe letztendlich nur den kurzen Satz gehört von einer sehr zittrigen Stimme. Giuseppe ist angefahren worden, Giuseppe ist tot. Und die erste Information ist bei mir angekommen. Sie haben gedacht, Verkehrsunfall wahrscheinlich. Ja, die erste Information ist bei mir angekommen, die zweite nicht wirklich. Ja. Weil ich gleich direkt danach gefragt habe, ja, und was ist passiert? Wie geht's ihm? Wo ist er? Und dann aber auch das Gespräch abgebrochen ist, weil meine Mutter nicht mehr wirklich darauf reagieren konnte. Und ich dadurch halt auch realisiert habe, dass der zweite Teil der Information dann auch so langsam bei mir ankam. Mhm. Und ich habe mich dann auf den Weg ins Haus gemacht, wo sich meine Eltern befunden haben. Und dort habe ich dann auch um 8 Uhr morgens gleich Raul angetroffen, der halt mit meinem Bruder unterwegs gewesen ist. Und habe mir dann den Sachverhalt schildern lassen und musste dann mich auch dieser Situation gegenüberstellen. Sie haben sicher viel darüber nachgedacht, wie das geschehen konnte, wie Ihr Bruder in diese Situation kommen konnte. Sind Sie zu irgendeinem Ergebnis gekommen? Naja, ich bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, denn es gibt immer noch Fragen, die mir im Kopf rumschwirren und die natürlich höchstwahrscheinlich mein Leben lang unbeantwortet bleiben. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass aufgrund des Prozesses, der Beweise und auch der Videoaufzeichnung und auch der Zeugenaussage seines Freundes, ich ziemlich sicher bin, dass mein Bruder fast bis zum letzten Moment eigentlich nichts falsch gemacht hat. Mhm. Und ob man von Schicksal, Zufällen oder vielleicht auch einfach nur Pech reden möchte, es ist vielleicht, und das ist eine meiner größten Fragen, die ich mir stelle, warum ist er über die Straße gerannt? Und das mag vielleicht der einzige falsche Entschluss gewesen sein, den er getroffen hat, aber natürlich auch irgendwo aufgrund eines Wirken eines anderen. Also es ist nicht nur rein seine Schuld gewesen, bin ich der Meinung. Ich komme gleich nochmal zu Ihnen zurück. Ganz herzlichen Dank erstmal. Dr. Kölsch, haben die Jugendlichen heute das Gespür dafür verloren, wann Gewalt ein Ende haben muss? Gibt es irgendeine Schwelle, die heute leichter übersprungen wird als früher? Man hat ja manchmal den Eindruck, dass diese gewaltige Brutalität dann doch was Neues ist. Wir haben jetzt natürlich keine Untersuchungen, wo man sagen können, es war vor 50 Jahren genau so. Und von daher muss man aus der wissenschaftlichen Sicht erstmal da sehr vorsichtig sein, was solche Aussagen angeht. Was man heutzutage weiß, ist, es passieren Taten nochmal unter anderen Umständen. Und das, was vorhin auch schon gesagt wurde, manche Taten sind einfach nochmal deutlich brutaler, als sie früher waren. Das ist wohl wahr. Aber ein Punkt ist zum Beispiel, dass heute sehr, sehr viele Taten unter Alkohol, Drogeneinfluss und Ähnlichem passieren und dort nochmal eine stärkere Enthemmung dann da ist, als man es vielleicht zu früheren Zeiten auch nochmal beobachtet hat. Aber generell, dass man verallgemeinern würde, dass heute Jugendliche jetzt die Grenzen gar nicht mehr kennen würden oder da eine ganz große Verschiebung stattgefunden hat, das lässt sich zumindest aus wissenschaftlichen Daten nicht belegen. Das ist ja ganz beruhigend. Dr. Recke, fehlen den jungen Menschen heute Normen, fehlen Werte, fehlt so ein Grundgerüst an Dingen, dass sie wissen, das tut man einfach nicht, weil die Gesellschaft das vielleicht nicht mehr vorlebt oder zumindest nicht mehr konsistent vorlebt? Meinem Eindruck nach ist das oft so, dass den jugendlichen Tätern, denen ich begegne, dass denen im Grunde der Moralkodex weithin fehlt oder sie haben einen, der etwas fremdartig wirkt. Und vielfach haben sie aber diese innere Schwelle, das darf ich nicht tun, das tut man nicht. Die fehlt häufig, in der Tat. Und, wer versagt da? Viele versagen. Bei Jugendlichen muss man natürlich auch schon sagen, das ist dann auch das Elternhaus, das ist dann auch die allerengste Umgebung. Das Elternhaus ist nun mal die erste Adresse, wo Normen geprägt werden, vorgelebt werden und den Kindern mitgegeben werden. Schule und Gesellschaft insgesamt tun sicher mit daran, nach meinem Eindruck. Um mal nur ein Beispiel zu geben. Ja. Relativ am Anfang auch meiner Tätigkeit war ein Überfall auf eine alte Dame, Handtaschenraub. Und der Täter, den ich dann verurteilt habe, der sagte mir zu Begründung, es waren zwei Täter, um die 17, 18 kräftige junge Männer, die Frau war Anfang 80, ich wollte nicht als Feigling dastehen, warum er die Tat begangen hat. Also er hatte gar nicht das Empfinden, dass die beiden feige sind, wenn sie die alte Frau überfallen, sondern er war der Meinung, er müsse Mut beweisen, indem er diesen Überfall begeht. Ist es, Herr Kölsch, in einem bestimmten Alter nicht ganz einfach normal, dass junge Menschen, Männer zumal oder Jungs zumal, so eine Phase durchmachen, wo man sich ganz bewusst unsozial verhält, vielleicht auch so die Grenze zur Kriminalität mal überschreitet, dass sich das aber verwächst?
Ja, also das ist auf jeden Fall normal. Und zur normalen Entwicklung gehört ja erstmal, dass ich auch überhaupt die Regeln lernen muss und irgendwie internalisieren, wie es wir nennen, also für mich akzeptieren und lernen muss, ja, das möchte ich auch, dieses Regelwerk möchte ich auch. Oder wenn ich es nicht einhalte, passiert das und jedes. Oder was für mich dann unangenehm ist. Also ein gewisses Austesten von Regeln gehört zur normalen Entwicklung dazu. Das fängt man mit einmal Schule schwänzen oder Ähnlichem an. Das ist nichts Pathologisches oder nichts, vor der Mediziner oder der Kinder- und Jugendpsychiater kommen muss. Was wir aber allerdings auch wissen, ist, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben, in der Kriminalstatistik zum Beispiel, dass die doch einen hohen Anteil der Taten ausmachen. Und wir sehen aber dann auch, dass so ab dem 25. Lebensjahr, dann wenn das Erwachsenenalter und die Aufgaben des Erwachsenenalters letztendlich kommen, also Partnerschaft viel wichtiger wird, vielleicht dann doch mal der Beruf, Familiengründung und ähnliche Entwicklungsaufgaben anstehen, dass wir dann auch einen rapiden Abfall an Delikten haben und die Täter unauffällig werden. Und das ist so tatsächlich, dass man sagen kann, dass von selbst denen, die Taten begangen haben, die auch wirklich Deliktschwere hatten und irgendwo im offiziellen System aufgetaucht sind, dass davon 75% einfach in der Dauer unauffällig bleiben. Kann man, Dr. Recke, kann man als Richter erkennen, ob jemand nur in dieser kleinen Durchgangsphase seines Lebens ist oder ob das sich um einen potenziellen Intensivtäter handelt, der dann eine kriminelle Karriere vor sich hat? Kann man das an irgendwas erkennen? Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Ja. Aber natürlich gibt es diese im Grunde auch Bagatellkriminalität, wo Jugendliche sich ausprobieren, Grenzen austesten, das Schule schwänzen so als Einstieg und dann der kleine Ladendiebstahl oder auch mal etwas mehr der Moped-Diebstahl und dergleichen. Da ist in aller Regel nicht so sehr das Problem. Das geht vorbei und geht relativ schnell vorbei. Wenn die Delikte gravierender werden und wenn man dann auch sieht, wo kommen sie her, wie ist zum Beispiel, was ist mit den Geschwistern, was haben die so vorgelebt, wenn davon schon ein, zwei in der Jugendstrafanstalt sitzen, dann wird es schwierig. Dann sind allerdings die Chancen relativ groß, dass auch da eine Entwicklung weiter schiefläuft. Wenn ich da vielleicht mal ganz kurz noch nachhaken darf, auch, also es gibt natürlich schon Prognosefaktoren, die wir auch wissen, die eher einen schlechteren oder einen besseren Outcome, wie wir das nennen, also wie verläuft es weiter, angeht. Und da sind natürlich in einem guten sozialen in einer guten sozialen Einbindung mal ein kleiner Ladendiebstahl völlig anders zu bewerten als eine Gewalttat bei einem Täter, der auch ein relativ destrukturiertes, sozialproblematischen Hintergrund hat, der vielleicht auch schon eine problematische Schulkarriere hat, wo wir einfach aus der Wissenschaft heraus sagen können, da ist die Prognose deutlich schlechter als bei anderen. Also die Wirkung der Verhältnisse ist doch entscheidend, in der die jungen Menschen aufwachsen. Viele Menschen empfinden ja, dass die deutsche Justiz in diesen Fragen häufig zu lasch reagiert. Die sagen das dann auch. Und auch uns sind solche Antworten begegnet, als wir auf der Straße nachgefragt haben. Jugendliche Straftäter sollten wie Erwachsene bestraft werden. Die Politik sollte das Strafmaß etwas höher setzen, damit das als Abschreckung erstmal so vorhanden ist. Jugendliche Straftäter sollten pädagogisch betreut werden. Ach, diese Erziehungsmaßnahmen, das bringt ja meistens eh nichts. Also wenn es nach mir ginge, könnten sie ruhig mal in den Knast. Menschen aufzugeben und ins Gefängnis abzuschieben, das wäre dann auch nicht das Richtige. Die schlagen einen halb tot und kriegen dann eine Bewährung, weil sie eine schlimme Kindheit hatten oder sowas. Und das kann nicht sein. Doch interessante und auch differenzierte Antworten, Dr. Recke. Brauchen wir nun härtere Strafen oder brauchen wir sie nicht? So pauschal würde ich sagen, nein, brauchen wir sie nicht. Es kann immer mal sein, im Einzelfall, wir bemühen uns um Gerechtigkeit, es sind immer nur Versuche. Manchmal, wir versuchen das immer zu treffen, das gelingt nicht immer, das ist auch klar, auch wir machen Fehler. Im Generellen jetzt schärfere Strafen zu fordern und damit auch noch zu meinen, man würde damit was zum Besseren entscheiden, was zum Besseren wenden, das halte ich für ganz verfehlt. Die Abschreckung beispielsweise funktioniert ja schon eigentlich deshalb nicht, weil die meisten Täter gar nicht mit der großen Überlegung rangehen, was passiert denn eigentlich, wenn? Wenn ich Erfolg habe, daran denken sie noch eher, dann habe ich vielleicht Geld mal im Raubüberfall, aber was passiert, wenn es schief geht oder was kann alles passieren? Das sind Überlegungen, die vielfach gar nicht angestellt werden und jetzt, dass sich jemand abschrecken lässt, weil er sagt, vielleicht bekomme ich dann einen Warnschussarrest. Ich glaube nicht dran. Darüber reden wir gleich nochmal. Wir fragen aber vorher nochmal unseren Gast, Herrn Marcone, der
Prozess gegen den Hauptangeklagten hat stattgefunden und derjenige, der ihren Bruder in den Tod gehetzt hat, wurde vor 3 Wochen verurteilt. Er soll 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Revision eingelegt. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die angemessene Strafe gewesen? Ich möchte gar nicht so direkt jetzt auf das Strafmaß eingehen. Ich möchte eher auf andere Zusammenhänge eingehen, wie zum Beispiel, dass der Täter selber gar nicht mehr wirklich unter Jugendstrafrecht fällt, da die Jugendstrafrechtsgrenze letztendlich bei 21 Jahren liegt und beide Täter deutlich darüber liegen. Das ist so der erste Punkt, der bei mir Fragen aufwirft. Der zweite Punkt ist halt der Strafrahmen, der meiner Ansicht nach in irgendeiner Form nicht eingehalten wurde. Also es gab eine Anklageverlesung und die war ganz deutlich Körperverletzung mit Todesfolge. Und der Strafrahmen bewegt sich da zwischen 3 Jahren und 15 Jahren Haft. Und man konnte eigentlich bei Beginn des Prozesses und bei der Beweislage beziehungsweise auch bei der Aussage des Täters selber, also sprich seinem Geständnis, davon ausgehen, dass wenigstens das Mindeststrafmaß irgendwo ausgesprochen wird. Ja. Und man musste aber feststellen, dass sich der Richter aus diesem Strafrahmen rausbewegt hat und eher ein Urteil gesprochen hat, was Körperverletzung mit fahrlässiger Tötung zugrunde gelegt hat. Das klingt, Herr Marcone, sehr rational, was Sie vortragen, sehr überlegt. Sind Sie frei von Gefühlen wie Rache, Genugtuung? Haben Sie Wut auf die Täter? Natürlich habe ich irgendwo Wut, aber mir bringt diese Wut nichts. Denn damit blockiere ich mich maximal selber und erreiche damit ja auch nichts. Es, wie lange hat es gedauert, bis Sie zu dieser Sichtweise gelangt sind? War das von Anfang an so? Ja, ich denke, der Schock hat mich sehr lange in diesem Stadion gehalten. Klar ist die Wut dann an vielen Stellen durchgeschimmert, aber ich bin kein rachsüchtiger oder wütender Mensch. Also so bin ich auch nicht erzogen worden. So Sie haben, Sie versuchen das Beste aus dieser schrecklichen Situation für Ihre Familie zu machen. Sie haben eine Stiftung ins Leben gerufen, gemeinsam mit Ihrer Mutter erzählen. Genau, weil gerade beim Jugendstrafrecht denke ich, dass den Kindern einfach die Möglichkeit gegeben werden muss, sich irgendwie in irgendeiner Form im frühen Alter zu entfalten. Und ich denke, da werden viele Kinder alleine gelassen. Und da entsteht eine gewisse Frustration und auch durch Kulturdiskrepanzen, die ich selber auch durch meine eigene Herkunft feststellen konnte, fällt es vielen Kindern schwer, sich mit Moralvorstellungen füttern zu lassen. Und oft ist es so, dass sie sich dann auch Umfelder suchen, die sich gegenseitig ja völlig falsche Bilder vermitteln, wie es auch schon Herr Recke gesagt hat. Mhm. Ich möchte da versuchen, mit der Stiftung irgendwo einzugreifen, indem ich die Möglichkeit gebe, in gewissen Workshops, einmal die Woche, zweimal die Woche, vielleicht Kindern im Alter zwischen 13 und 17 die Möglichkeit zu geben, einfach sich zu verwirklichen und das Gefühl zu haben, nicht unbedingt auf die Straße zu rennen und gewalttätig zu werden, sondern irgendwas zu schaffen. Wir drücken Ihnen die Daumen, Herr Marcone. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, viel Glück bei Ihrer großartigen Arbeit. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Es geht den meisten Opfern ja tatsächlich nicht um Rache, sondern es geht darum, dass anderen das Schicksal der jeweils Betroffenen erspart bleiben soll. Glauben Sie, dass man mit härteren Strafen solche Wiederholungen vermeiden kann? Wir müssen erst mal definieren, was härtere Strafen denn sind. Ist es nur eine zeitlich längere Dauer einer Inhaftierung oder was ist inhaltlich die Strafe, was bedeutet inhaltlich die Strafe? Und es gibt international, zum Beispiel in den USA, werden ganz viele Jugendliche oder junge Erwachsene auch eingekerkert, sage ich mal, oder kommen in Haft. Aber deswegen haben wir dort keine niedrigere Kriminalität. Mhm. In der Schweiz haben wir ein ganz anderes Jugendstrafsystem, das sehr stark auf Pädagogik setzt, aber auf eine sehr massive Pädagogik auch, also die sehr fordernd ist auch. Und dort haben wir dann zum Beispiel eher bessere Verhältnisse. Nicht unbedingt in dem, was rauskommt, aber in dem, wo man sagen können, da verändert sich auch was, da können wir was messen, dass sich was verändert. Ich glaube nicht daran, dass jetzt einfach ein Warnschussarrest oder dass einfach die Heraufsetzung auf 10 Jahre nun wahnsinnig viele Täter davon abhalten wird, Taten zu begehen, weil da würde ich ihm vollkommen zustimmen. Die meisten der Taten denken gar nicht drüber nach. Denken in der Situation nicht wirklich dran. Vielleicht müssen wir das erklären. Heute hat die Bundesregierung diesen, Sie haben es beide angesprochen, diesen Warnschussarrest auf den Weg gebracht. Das bedeutet, man kann, wenn er einen kriminellen Jugendlichen verurteilt zur Bewährung, trotzdem 4 Wochen Arrest dazu verhängen, sozusagen als Vorgeschmack auf die Hölle, wenn denn die Bewährung nicht funktioniert. Sie halten nichts davon, Sie sagen auch, das funktioniert wahrscheinlich nicht.
Ja, also wie gesagt, die Zahlen sprechen nicht dafür. Es gibt keinen empirischen Befund, dass es was hilft. Ja. In Großbritannien hat man zum Beispiel genau diesen Arrest reduziert und hat auch trotzdem einen Rückgang um ein Drittel an Rückfalltätern gehabt. Also es gibt keine Zahl, die mir bekannt ist, die belegt, dass dadurch ein großer Effekt entsteht. Das wollen wir ja. Viele sagen ja, die Jugendlichen werden durch den Kontakt mit der echten Kriminalität im Gefängnis dann erst so richtig auf den Geschmack gebracht. Die Gefahr besteht, aber gleichwohl hilft es manchmal ja nichts. Dann muss man trotzdem eben die Jugendstrafe, auch die zu vollstreckende, verhängen. Aber was ich noch anmerken wollte zum Warnschussarrest, wir haben ja auch heute es häufig schon so, dass die Jugendlichen, die das größere Problem darstellen und dann eine Jugendstrafe bekommen müssen, dass die auch den Arrest schon hinter sich haben. Es ist ja nicht so, dass die alle noch, oder die meisten jedenfalls derer, die zur Jugendstrafe verurteilt werden, wenn es nicht ganz schwere einzelne Taten sind, nicht schon Erfahrungen auch mit der Jugendstrafgerichtsbarkeit und insbesondere etwa auch mit der Jugendarrestanstalt gemacht haben. Also ich will nur sagen, man sollte nicht immer, wenn man von einem wirklich gravierenden Problem, wie auch hier spricht, immer das Heil von der Strafjustiz erwarten und am Ende noch davon, dass man dann in das Gesetz eine Änderung hineinschreibt. Ja, also wenn etwas auch, wenn Strafverfolgung wirklich steuernde Funktionen hat, dann sicher eher die höhere Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, als die, was dann passiert. Das ist genau der Punkt, nach dem ich Sie noch fragen wollte. Das wird ja bemängelt, Ihre Kollegin Kirsten Heisig hat es auch geschrieben, dass die Polizeipräsenz zurückgefahren wird durch Stellenkürzungen, dass auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz, dem Sozialbereich verbesserungsbedürftig wäre. Was muss sich denn konkret ändern? Es muss sich vieles ändern. Bei der Polizei glaube ich auch, dass eine höhere Polizeipräsenz hilfreich wäre. Es geht zum Beispiel gar nicht, wenn mir Opfer erzählen, sie hätten, nachdem sie überfallen worden sind, Raubüberfall, stundenlang die Polizei angerufen und die ist nicht gekommen. Oder der Sohn eines Freundes von mir, der ist überfallen worden. Nächsten Tag sieht er den Täter wieder, ruft die Polizei an, hier wiedererkannter Straftäter, und die sagen, ja, wir haben aber kein Auto. Haben Sie Verständnis dafür, dass Bürger angesichts dieser Zustände einfach sagen, hier muss härter durchgegriffen werden? Das ist eine unmögliche Situation. Ja, nur dann hilft es eben auch nicht, wenn derjenige, der dann erwischt wird, dann irgendwie ein halbes oder zwei, drei Jahre mehr bekommt. Mhm. Sondern da liegt was im Argen. Herr Dr. Kirch, Sie haben sich beschäftigt mit der Frage, ob es wirksame Vorbeugungsinstrumente gibt gegen dieses Kriminellwerden von jungen Menschen. Gibt es welche? Man muss sich erstmal, wenn man vorbeugen möchte, erstmal die Risikofaktoren nochmal angucken. Und ein Risikofaktor ist zum Beispiel tatsächlich nicht im entschuldenden Sinn, wie das Opfer dann auch zum Teil als schlimm empfinden, wenn gesagt wird, der hatte eine schlimme Kindheit, haben wir gerade eben auch gehört. Aber was wir tatsächlich schon wissen ist, es liegt was in der frühen Kindheit. Also Kinder, die dort, sage ich mal, Bindungsstörungen, wie es wir fachlich nennen, haben. Also wo keine gute Mutter-Kind, keine gute Eltern-Kind-Bindung da ist, die dann früh schon Temperamentsregulationsstörungen auch entwickeln, die sind dann zum höheren Risiko. Wir wissen, dass Intelligenz ein bisschen auch vor Kriminalität schützt. Also Kinder mit eher einer schwächeren Ausstattung, was die Intelligenz angeht, sind auch mit einem gewissen höheren Risiko belastet. Dort müsste man dann ganz besonders mit Förderungsinstrumenten. Mit Förderungsinstrumenten ansetzen. Und auch dort mit Selbstwertstabilisierung, dass eben nicht das, was er auch gerade gesagt hat, das Dissozialwerden den Selbstwert stabilisiert. Und dann kommt man nämlich wieder auch auf die Peergroup, die dann viel attraktiver ist, die dissoziale Peergroup, und dann bleibe ich da drinne, sondern da muss ich gucken, dass man aus der rauskommt. Und der andere Punkt ist zum Beispiel auch mal gucken bei denen, die tatsächlich kinderpsychiatrische Störungen haben, die ordentlich behandeln. Es gibt Störungen, die mit einer höheren Impulsivität verbunden sind, dass die auch ordentlich behandelt werden. Kranke Menschen sozusagen, richtig kranke Menschen. Naja, richtig kranke, kinderpsychiatrisch kranke, das klingt dann auch so moralisch richtig kranke, sondern es sind einfach kinderpsychiatrisch kranke Menschen. Aber der dritte Punkt ist natürlich schon konsequent bei denen, die früh zeigen, dass sie Regeln verletzen, dauerhaft Regeln verletzen, erhöhte Impulsivität haben, hier auch konsequent mit einer Therapie voranzugehen, mit einer Elterntherapie auch voranzugehen und dort auch konsequent eine Regelhaltung einzufordern. Herzlichen Dank, Herr Kölsch, herzlichen Dank, Herr Reke. Vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren. Dass mehr Strafen, längere Strafen wahrscheinlich nicht helfen, das habe zumindest ich heute mitgenommen. Ich denke, Sie auch. Das war es bei Deutschland akut. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Herzlichen Dank. Tschüss.